Okay. Gleichzeitig können wir auch wieder mehr verkaufen. Das wird schon. Getreide. Ja, jetzt habe ich gerade was, liefere ich. Na, wenn das nicht auch wieder dazu führt, dass wir weiteren einfachen Stein bekommen, weil wir eine Hungersnot beendet haben, dann weiß ich auch nicht. Wäre doch schön. Ich baue jetzt mal noch eine Maurergilde mit dazu oder eine Steinmetzgilde, damit das schneller geht. Oh, das habe ich mir nämlich so gedacht. Wir werden in einem Monat wieder da sein. Bis dahin brauchen wir die weiteren Lagerhäuser. Für einfachen Stein und einfachen Stein. Und währenddessen. Ich glaube, ich brauche sowieso mehr Leute, ne? Was war in der Wertung? 3000? Ja. Hoho. Ja, gut. Dann kümmern wir uns jetzt um weitere Leute. Die setzen wir. Hierhin. Dann können wir hier nämlich noch ein bisschen Essen abfarmen. Das ist okay. Geld haben wir. Oh, jetzt können wir so richtig schön uns ausleben. Das ist super. Da freue ich mich. Das Gute ist, dass die Forts so weit weg sind, dass die, glaube ich, in der Attraktivität nicht viel ausmachen. Die gehen dann einfach so dran vorbei. Das ist in Ordnung. Ich bin mal risikoreich und mache noch einen weiter. Dann brauchen wir einen Festplatz. Und alles weitere, was eine Stadt so benötigt. Feuerwache, Architektenbüro, eine Polizei, eine Zisterne, den Tempelreigen von Re, Set, Osiris und Ptah. Okay. Und da dürfen die jetzt einziehen. Ja, eine Sperre wäre hier schön gewesen. Und das Arbeiterlager hat nicht mal einen Feuerschutz. Sehe ich jetzt erst. Ups. Ja. Arbeitskräfte benötigt, da kommen sie. Alles wunderbar, kriegen wir hin. Und hier wird gerade alles hingeliefert, um auch die Pyramide endlich mal anzufangen. Es hat lang genug gedauert. So, die Arbeitskräfte selber werden jetzt nicht großartig reingezählt. Ich werde jetzt hier erstmal versuchen, noch die restlichen Farmen mit hinzusetzen. Heißt, ich brauche auch wieder eine Brücke. Und dann die Farmen. Das war dumm. Gott sei Dank haben wir so viel Geld. So, dann bitte hier einmal eine Straße lang. Dann der Bewässerungsgraben. Okay. Dann brauchen wir hier unten auch noch ein Arbeiterlager. Eine Feuerwache und einen Architektenposten sowie einer weiteren Straße hier entlang, hier hoch. So, dann lauft los. Erntet, was das Zeug hält.
ja, viel kann jetzt da noch nicht zustande kommen. Deswegen werde ich jetzt auch keinen Bazar unten eröffnen. Aber wir werden definitiv genug Essen haben. Das ist überhaupt kein Problem. In 2 Monaten greift eine Armee an. Ist auch super. Freue ich mich drauf. Und währenddessen können wir jetzt eigentlich schon bald mal den Transporthafen bauen. Aber den brauchen wir jetzt im Moment auch noch nicht. Ich brauche ja einfache Steine. Ein weiteres Lagerhaus für einfachen Stein und dann importieren. Bis zu 32, mach's voll. Wir brauchen sie so oder so. Greift mich ruhig an. Wir können uns super verteidigen. So, jetzt noch besser. Munter und heiter haben wir gewonnen und wir gucken auf die Arbeit. Es sieht gut aus. Das heißt, theoretisch könnte ich hier jetzt bald den Bazar errichten, sollten wir wirklich wieder Arbeitskräfte benötigen, aber das wird lange nicht der Fall sein. Im Prinzip ziehen die anderen jetzt nur unsere Wertung runter, da müssen wir jetzt erstmal durch. Aber das ist okay. Und solange die Götter auch zufrieden sind, weil sie jetzt wieder Tempel bekommen haben, ist alles noch viel besser. Nee, das war dumm. Ich wollte jetzt mal einen Festplatz errichten. Machen wir hier hin. Okidoki. Jetzt kommen auch weitere Steine. Oh ja, Geschenke nehme ich gerne an. Dankeschön. Wird alles gleich rübergefahren, sodass das dann auch relativ fix fertig gemacht wird. Weitere Maurer gehen schon wieder hin. Wir liefern Kalkstein. Hoffentlich kriegen wir dafür dann auch wieder einfachen Stein. Das wäre toll. Bei den Wertungen sieht es doch bestimmt gut aus, oder? Ja, 100 Königreichwertung. Wohlstandswertung ist schon bei 42. Die Monumentwertung steigt von alleine. Und die Kulturwertung, die kriegen wir natürlich hoch, wenn wir nachher noch ein bisschen was dazu bauen. Das ist in Ordnung. Ist auch alles gut. Für die Unterhaltung hier unten werde ich jetzt auch noch ein bisschen sorgen. Oh, keine Ärzte. Ach, verdammt. Der Arzt fehlt noch. Bauen wir gleich noch einen Zahnarzt und eine Apotheke. So, dass wir die Kulturwertung auch wieder nach oben reißen. Bitteschön, bitteschön. Und das war der Zahnarzt. Jetzt kommt die Apotheke auch hier noch mit hin. Arbeitskräfte werden benötigt. Aber es geht noch. Schade, dass der Schlamm nicht überall wieder hinkommt. Das ist natürlich doof für mich. Aber Bier und Leinen, alles haben wir im Übermaß. Wir wissen gar nicht mehr, wohin damit. Pharaos Nofru ist sehr zufrieden mit uns. Und wir kriegen die Pyramide wahrscheinlich auch relativ schnell fertig. Das Ding ist, wir sind wieder an einem Punkt angelangt, wo wir nichts mehr machen müssen. Das Geld kommt von alleine. Die Armeen, die werden uns wunderbar beschützen. Wir haben auch hier jetzt 16 Leute, da 16 Leute, da 16 Leute. Es ist überhaupt kein Problem, wir haben noch 2 Kriegsschiffe, falls es doch auch nochmal zur See irgendwie an den Mann geht. Da weiß ich auch nicht, ob das irgendwann nochmal der Fall sein wird. Hatten wir lange nicht mehr. Und wir können sowohl Schmuck verkaufen, als auch Leinen, als auch alles andere. Wir könnten hier noch ein Gericht mit hinbauen, würden noch mehr Leute kriegen. Das machen wir jetzt auch erstmal. So, bitteschön. Dadurch kommen auch noch weitere Arbeitskräfte zustande. Denn das Gericht selber braucht 10 Arbeiter. Und wir kriegen ja durch jedes Gebäude hier auch nochmal Platz mit rein. Nämlich Platz für 0. 0. Okay, oder auch nicht. Sind wahrscheinlich schon eingezogen. Immer Platz für 4. Das ist okay.
Ja, und schon sind wir wieder im Plus. Das ist hervorragend. Also wir müssen nichts mehr machen, ihr seht es. Wir warten jetzt einfach bloß noch darauf, dass wir die Mission gewinnen. 3000 Leute kriegen wir dann am Ende auch hin. Aufseher der Wertung, 3000 Leute, Kultur 20, 46 Wohlstand. Also 35 brauchen wir 20 und haben 35. Was? Kultur brauchen wir 20 und haben 35. So, Wohlstand brauchen wir 30, haben 46. Wir brauchen in der Königreichwertung gerade mal 55 und haben 99. Und die 3000, die kriegen wir am Ende wieder ganz, ganz schnell hin. Wenn wir die hier entwickeln und noch ein paar oben mit hinstellen, dann ist alles wunderbar. Wir müssen im Prinzip nur die Pyramide fertig bauen. Deswegen machen wir auch einen Cut. Und zwar bis die Pyramide fertig ist. Ich werde jetzt erstmal gemütlich auf den Balkon gehen, nochmal eine durchziehen. Und dann bin ich gleich wieder da. Dann machen wir wieder ganz normal weiter und gucken uns an, wie die Katastrophe hier aussieht. Ich hoffe, dass wir noch ein paar Lieferungen kriegen bis dahin. Bis gleich. So, die Pause ist auf jeden Fall gut geglückt und gut gelungen. Und ihr seht schon, wir haben jetzt jede Menge Leute, fast 4000 Bewohner, weil wir immer weniger Arbeitslose haben. Das Problem ist einfach, dass wir eine höhere Altersgrenze haben. Das heißt, sehr viele Rentner, sehr viele, die nicht mehr arbeiten gehen. Und natürlich kommen noch sehr viele Kinder nach. Und von den wirklich erwerbsfähigen Leuten sind nicht mehr viele übrig. Das heißt, ich habe nicht nur hier unten dafür gesorgt, dass die sich entwickeln, sondern hier noch ein neues Wohngebiet mit dazu gebaut. Und das Ganze hat sich aber trotzdem über eine Stunde gezogen, weil das hier alles so lange gebraucht hat, obwohl wir immer wieder regelmäßig Lieferungen von einfachen Stein bekommen haben, hat es nicht ausgereicht. Und ich hoffe, dass wir das jetzt relativ fix hochziehen. Es dürften nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stufen werden ungefähr. 18 Reihen wurden komplett angelegt. Es steht nicht da, wie viele Reihen noch benötigt werden, ist aber auch nicht schlimm. 45% zu 45% ist die Pyramide fertig. Und jetzt werden noch die letzten paar Steine mit hochgeladen. Das bedeutet, wir brauchen auch nur noch Kalkstein. Einfacher Stein wird gar nicht mehr benötigt. Das heißt, selbst wenn wir Lieferungen bekommen, sind diese nicht mehr notwendig. Problem, wir haben zu wenig Essen. Auch wenn jetzt hier einiges noch hin und her geschippert wird, muss ich es tatsächlich schon importieren, weil wir sonst einfach nicht mehr klarkommen. Und die ganzen Märkte, die haben hier wirklich alles voll besorgt, sodass die dann wirklich auch gut gefüttert sind, gut genährt sind. Klappt nicht überall, klappt nicht immer. Trotzdem geben sie sich die größte Mühe, dass das wirklich auch läuft. Und das ist schön. Das freut mich sehr. Lange Zeit war das Essen raus. Deswegen habe ich jetzt auch den Import irgendwie einschalten müssen, denn ansonsten haben wir definitiv zu wenig Getreide. Und das, obwohl wir so viele Farmen gebaut haben. Hier könnt ihr noch eine mit hinstellen. Das machen wir jetzt einfach mal. Zack. Kostet ja nur ganz normale Arbeiter, keine anderen Arbeitskräfte. Und da haben wir jetzt schon wieder minus 232. Man kann das Ganze umstellen, indem man bei den Optionen sagt, hey, 40% aller Leute sollen auf jeden Fall mit drin bleiben. Fixe Arbeiterquote. Das heißt, man hat immer 40% der Leute, die hier sind, dann auch als Arbeitskräfte. Wäre für mich aber ehrlich gesagt cheaten, denn eigentlich geht es in einer Bevölkerung ja auch darum, dass sehr viele eben zu Rentnern werden oder zu Kindern oder ähnliches. Also sie werden natürlich nicht zu Kindern, sie sind dann Kinder. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal mit dem Arbeitsmangel klarkommen, solange bis wir hier vielleicht doch noch einen Marktplatz errichten und neue Leute mit dazu stoßen. Aber das kann ich erst, wenn wir definitiv ausreichend Getreide haben. So, annehmen ist okay. Und da bitte auf maximal annehmen. Die sollen so viel holen, wie es geht. Das Getreide muss her. Kalkstein kann ich im Moment nicht liefern, haben wir zu wenig. Das ist erstaunlich, aber das liegt halt auch daran, dass wir hier sehr viel mit hochbringen, ne? Zweimal Kalkstein fehlt noch. Vielleicht sollte ich den Handel ein bisschen runterschrauben. Exportieren über 20. So, viel fehlt nicht mehr. Nur noch die Spitze und dann müssen sie alles runterbauen. Die 3000 Leute haben wir definitiv, die ganzen Wertungen sind da. Unser Problem ist jetzt die Arbeitsquote, die echt grottig ist, wenn ich es mal so sagen darf. Ich hoffe natürlich, dass die hier nicht zusammenfallen, weil sie irgendwann kein Essen mehr haben. Dann haben wir echt ein Problem. Hier oben ist ja alles in Ordnung, aber hier unten fehlt es tatsächlich an allen Ecken und Kanten. Und sie holt und holt und holt und kriegt die Leute nicht versorgt. Jetzt haben sie gerade mal endlich wieder was zu essen bekommen. Hervorragend. Das hat sich definitiv gelohnt. Hoffen wir, dass es so bleibt. Sie holt mehr Essen.
aber es scheinen alle mit Essen versorgt zu sein. Wunderbar. Das heißt, wir könnten hier jetzt im Prinzip auch noch für den Marktplatz sorgen, der das ganze Essen dann mit aufbraucht. Ich würde aber trotzdem warten, bis hier dann noch mehr Essen zur Verfügung steht. Oh, und hier oben ist es fertig. Endlich noch einmal Kalkstein und wir sind durch. Wir gehen schon mal zu dem Aufseher der Politik und brauchen noch 3 Kalksteine. Jo, komm, zack, weg damit. So, der letzte Rest ist oben. Meine Lieben, wir haben es geschafft. Jetzt kommen die ganzen Bauarbeiter und werden dementsprechend das Ganze runterziehen, fertig machen. Du nimmst einfach einen Stein an. Okay, davon haben wir noch genug Platz. Jetzt wird die Pyramide wunderschön. Wunderschön. Aber hier habe ich echt Probleme mit der Arbeitsquote, ne? 275, es sieht immer schlechter aus. Ich muss einen Marktplatz bauen, ich komme nicht drum herum. Auch wenn ich es gerne verhindern würde. Aber es geht nicht anders. Hol dir alles an Getreide. Wir lassen uns ja hin und wieder was liefern, das dürfte funktionieren. Die hier sind auf jeden Fall gut am Abfarmen. Hier werden die ersten Leute schon wieder größer. Wunderbar. Und in 2 Monaten greifen die nächsten an. Jo, ist okay. Wichtig ist bloß, dass die Leute hier mit Essen versorgt sind. Der Rest ist mir sowas von egal. Wir brauchen Arbeitskräfte, jede Menge. 265. Wir kriegen das auch schlecht bekämpft, weil immer nur ein paar Leute kommen. Und hier ist noch Platz für 44 Leute. Zum Kampf. Aber die Pyramide, die wird langsam fertig. Wir haben jetzt über 4000 Leute, die wir dann auch noch mit Essen versorgen müssen, was gar nicht so einfach ist. Sieht immer einfacher aus, als es wirklich dann auch bleibt. Das nächste Schiff kommt, wird uns hoffentlich auch was an Getreide geben. Wir liefern Stroh, überhaupt kein Problem. Essen ist hier alle. Da ist noch ein bisschen was, da ist auch noch was. Ihr habt euch alle soweit entwickelt, habt auch genug Essen. Das heißt, das ist nicht zu wenig, das geht noch. Vertagen. Ich reiße jetzt diese Lagerhäuser mal weg und stelle ein neues mit hin, das nur einfachen Stein oder 2. Die einfachen Stein annehmen. So, dann ziehen wir uns wenigstens nicht den Zorn der Schenkenden an und auf. Macht mal ganz in Ruhe. Die Pyramide wird gleich fertig sein. Bis dahin kriegen wir noch bestimmt ein bisschen was an Getreide ran. Seid ihr alle versorgt? Ja, sieht gut aus. Alle sind glücklich. Und haben genug zu essen. Wunderbar. Wie sieht's aus mit der Arbeitslosenquote? 162 Arbeiter, immer noch zu wenig. Es ist unglaublich, was hier abgeht. Glücklicherweise beeilen sich die Maurer und versuchen jetzt die Pyramide so schnell wie möglich für uns fertig zu bekommen. Sorry. Denn wenn die erstmal fertig ist, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir alle Wertungen durch und diese Stadt hier hinter uns gebracht. Getreide ist wieder da, alle können wieder gefüttert werden. Es wurde auch ein bisschen was an die Lagerhäuser gegeben. Genau, liefert das mal hier oben noch hin. Alles ist voll, keiner muss Hunger leiden. Wir sind alle wunderbar dabei. Dann kriegt ihr jetzt noch ein Gericht. Oder auch nicht, weil es nicht passt. Aber was nicht passt, wird passend gemacht, ne? So, reiß mal diese Statue ab und bau mal hier das Gericht mit hin. Ja, die Pyramide geht gut voran. So, das Gericht haben wir. Dann brauchen wir noch die Schreiberschule. Ich weiß, dass wir Arbeitskräfte brauchen. Das ist mir durchaus bewusst.
Sollten wir genügend Papyrus haben, ist das eigentlich kein Problem mit der Schule. Na, siehst du, hat doch geklappt. Und dann passen hier auch noch weitere Leute mit rein, sodass wir dann die Arbeitskräfte hoffentlich auch wieder mit rankriegen und das alles in einem geregelten Maß bleibt. Zumal sie jetzt immer noch das Gleiche brauchen an Essen, ist es wunderbar. Ist alles alle. Nicht gut. Gar nicht gut. Die Leute holen es in die Silos, was geliefert wurde. Wie geht's den Göttern? Osiris ist nur zufrieden. Ja, komm, dann gib mir mal eine ordentliche Nilflut. Währenddessen wird die Pyramide immer noch weitergemacht. Wir sind fast bei 4500 Leuten. Wir brauchen gar nicht so viele. Aber immerhin. Essen wird immer mehr. Das wird schon. Das nächste Mal haben wir wieder eine ordentliche Nilflut. Wobei wir bei 99% sind. Ich meine, ich könnte das hier drüben noch nutzen, aber das ist... Für die Katz. Sieht gut aus soweit. Kriegen das auch so hin. ...145 Leute werden nur noch benötigt. Also keine 250 mehr. Juhu! Was? Oh Gott. Unglaublich, was wir hier alles haben. Das ist 99% Fruchtbarkeit. Was will ich mehr? Also Osiris kann mir dabei auch nicht helfen. Dann werden wir jetzt noch ein Fest abhalten für Re. Obwohl für Seth. Der dürfte am Rumheulen sein, oder? Tempel? Ja, ist nur zufrieden. Ja, Bastet wäre jetzt auch cool. Die könnte uns Essen überall reinschieben. Bisschen was ist noch da. Könnte besser sein, aber ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen was wieder importieren. Da kommt Getreide. Bei der Politik wird nichts weiter gebraucht. Bier haben wir. Seid ihr alle gesättigt? Ja, sieht gut aus. Der Markt selber hat kein Getreide mehr. Ist alles ganz schön eng, ganz schön knapp. Aber was will man bei 4500 Leuten auch erwarten? Oh, die Pyramide ist fast fertig. Wir haben also gleich gewonnen. 147 Arbeitskräfte fehlen uns. Das ist mir völlig egal. Hauptsache, ich habe dieses wunderschöne Bild der Pyramide direkt vor Augen. Der Rest ist mir so Wurst. So, schön in die Mitte schieben, damit ich das auch schön screenshotten kann. Schön. Geschafft. So, wir haben noch nicht gewonnen. Wir müssen nämlich noch Dinge abgeben. Das heißt, wir gehen einmal zum Aufseher der Monumente und sollen Papyrus, Bier und Töpferwaren weggeben. Das heißt, im Handel werden wir jetzt sagen, exportieren über 1600... Wir exportieren über 1200 und machen wir auch mal 1600 und Papyrus importieren bis zu 2000. Ist okay. So, wenn wir das haben, liefern wir die Sachen noch ab und dann ist das Ding auch geritzt und gerissen. Papyrus können wir abgeben. Geliefert. Getreide ist da, sehr schön. Bier kommt. Getreide liefere ich, auch wenn ich es ungerne tue. Papyrus ist wieder da, auch wenn wir damit sehr viel Geld ausgegeben haben. Das ist mir sowas von egal. Hauptsache es klappt. Monumente. So, Töpfer waren geliefert. Jetzt brauchen wir nur noch 1200 Bier. Und dann haben wir die Wertung nämlich erfüllt. Denn wir sind jetzt bei 18 in der Monumentwertung. Oh, wir haben es so geschafft. Wir haben noch alle Werte.
Wir haben 3000 Leute, 18 in der Monumentwertung, Königreichwertung von 97, Wohlstandswertung von 60 und die Kulturwertung von 25. Wir haben das alles erreicht, aber trotzdem müssen wir die eine Sache noch liefern, ansonsten gilt es nicht. Was ist das denn? Wie fies. Na gut, machen wir. Ist ja nur noch Bier. Das vertagen wir jetzt einfach mal. So. Und dann verschenken wir das Bier. Geschafft. Bäm. 4500 Leute. 60 in der Monumentwertung und 100 in der Königreichwertung war klar. Und dann nochmal 25 in der Kulturwertung. Das ist Wahnsinn. Auch wenn mir jetzt eine Wertung fehlt, ne? Aber gut, das sind ja die Dinge, die wir erreichen sollten. Von daher völlig okay. Nächste Mission. Zack. Wir gucken auf die Karte und sehen On, meine Lieben. On ist die nächste Stadt, in die wir uns hineinwagen dürfen, oder Ionet. Ionet wäre die Verteidigung Ägyptens, wahrscheinlich die kriegerische Mission, denn wir sollen nur eine Monumentwertung von 5 erreichen, weil wir eine kleine Mastaba bauen sollen, haben aber eine Wohlstandswertung von 30 zu erreichen, Königreichwertung von 65 und die Kulturwertung von 30 sowie 4000 Leute, die mit bei uns wohnen sollen. Was kein Problem ist, haben wir gerade gesehen. On jedoch braucht auch 4000 Leute, möchte aber eine kleine Mastaba und noch eine kleine Mastaba, das heißt drei Stück nebeneinander plus einer Kulturwertung von 40, einer Wohlstandswertung von 35, einer Monumentwertung von 15 und einer Königreichwertung von 60. Elfenbein aus dem Osten. Also offensichtlich ist das hier die friedliche Mission On und dann kommt Ionet, das heißt wir widmen uns erst einmal On und dann freue ich mich on the nächste Part, auf den nächsten Part, meine Lieben. Oh Gott, war der schlecht. Bis gleich. Ich sehe, dass ihr ein Abo dalasst und ein Like und ihr schaut das nächste Video.